Herzlich willkommen zur Videoserie über unseren Urlaub im Sommer 2018 in den Niederlanden. Die Niederlande ist eng mit dem Wasser verbunden, sei es aufgrund der langen Küste oder auch wegen der gewaltigen Landgewinnungsprojekte. Im zweiten Teil unserer Videoserie widmen wir uns daher den Zielen mit Wasserbezug. Wir starten gleich einmal mit dem Niederländischen Schifffahrtsmuseum in Amsterdam. Es informiert über 500 Jahre Schifffahrtsgeschichte und beinhaltet auch einen eigenen Bereich mit historischen Atlanten. Von dem einen Venedig des Nordens, also Amsterdam, schauen wir nun in das nächste, und zwar in die in der Provinz Overijssel gelegene Ortschaft Giethoorn. Das Dorf ist von zahlreichen Grachten durchsetzt. Die vielen Holzbrücken und die meist aus schief bestehenden Dächer der Häuser verleihen der Gemeinde einen eigenen Charme. Wir erkundeten Giethoorn vom Wasser aus. Ja. Die Österreich-Flagge, Papa. Nee, die Leiter auf die Flagge. Und die Würde kriegst du.
nicht nur mit einem Boot am Wasser fahren kann, sondern auch mit einem Autobus, erfuhren wir in Rotterdam bei einer Rundfahrt mit Splash-Tours. Wir starteten normal auf der Straße und fuhren nach einer kurzen Stadtrunde ins Wasser. Rundfahrt und Wasser. Der Hafen von Rotterdam ist der größte seiner Art in Europa. Der Lage ist natürlich nahe, sich den Hafen näher anzuschauen. Und das am besten gleich stilgerecht per Schiff im Namen einer Hafenrundfahrt. An Bord gab es Erläuterungen zum Hafen und zu einigen anderen wichtigen Punkten während der Rundfahrt. So, jetzt haben wir aber genug Wasser gesehen. Es ist Zeit, selber einzutauchen. Für das erste Bad in der Nordsee besuchten wir mit Scheveningen in der Stadt Den Haag das größte Seebad der Niederlande und waren angenehm von der Sauberkeit und dem vielen Platz am Strand überrascht. Thank you.
Und seinen zweiten Badetag absolvierten wir in der südwestlichen Provinz Seeland, wo wir uns auf einem Strand in Sauterlande hinterließen. Damit endet der zweite Teil der Videoserie über unseren Urlaub im Sommer 2018 in Irland. Schaut euch unbedingt auch die anderen Teile an, es lohnt sich. Thank you.